war bereits einen Hirsch erbeutet. Den jungen Schwarzbären hätte er aber auch nicht verschmäht, wenn er ihm begegnet wäre. Pumas jagen aus dem Hinterhalt und überraschen ihre Beute im Sprung. Oben auf dem Baum ist der kleine Bär daher vor der Raubkatze ziemlich sicher. Wenn der Morgen dämmert, steigt die Bärenfamilie aus ihrem Nachtlager herab. Mindestens anderthalb Jahre wird das Kleine noch im Schutz der Mutter bleiben, bevor es seine eigenen Wege geht. Selber in die Wildnis Nordamerikas aufbricht. Und die schöne neue Welt entdeckt. Einen Kontinent voller Naturwunder. Eschwege, Heldra, Wanfried, Aue. Willkommen im Werratal. Es ist zauberhaft hier. Herrliches Hessen. Wir reisen ein schönes Stück entlang der Werra, jenes bezaubernden Flusses also, auf dem früher viele Schiffe unterwegs waren und an dessen Ufern sich heute noch wahre Schätze entdecken lassen. Unterwegs in und um Wanfried. Morgen um 20.15 Uhr. Wir sehen uns. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein, auf jeden Fall im Auge behalten und nicht ganz zu nahe kommen. Oder eben hat er auch schon mal ganz kurz leicht gefaucht. Deswegen auf keinen Fall so ganz wegdrehen und immer schön im Auge behalten. Aber noch scheint er ganz ruhig zu sein. Eine Farm in Namibia. Hier finden verletzte und verwaiste Wildtiere Zuflucht. Der Name der Farm Harnas, geführt von der Familie van der Merwe. Mit Unterstützung von Volontären aus aller Welt, die hier das wilde Afrika erleben können. Seit 4 Wochen lebt ein verwaistes Eselfohlen auf Harnas. Seinen pompösen Namen, Sir Stanley Paul Fricky III., haben die Volontäre auf Stanley verkürzt. Wir sind hier jetzt bei Stanley. Er kommt langsam in ein Alter, wo er eben auch mit größeren Artgenossen oder eben Pferden zusammengebracht werden soll. Und jetzt führen wir ihn ein bisschen herum. Es wird dann Callboy dazukommen. Das ist ein jugendliches Pferd, hat das Gleiche durchgemacht wie er hier. Und Stanley braucht mehr Platz, dass er einfach mehr rumlaufen kann. Und er kommt auch so in ein Pflegealter, wo er uns ständig anstupst und versucht, ein bisschen zu beißen. Er bettelt einfach immer wieder nach Obst oder sonstigen. Und ja, bevor er einen wirklich stark beißt und verletzt, müssen wir eben schauen, dass das früh genug losgeht. Für den Ausflug wird Stanley hübsch gemacht. Ja, das machen wir eben für die Fellpflege auch, dass sich keine Parasiten festsetzen. Ist das Bürsten eben ganz, ganz wichtig. Aber ist ja auch wie bei den Pferden. Also ist ganz klar, dass das auch bei ihm gemacht werden muss, auch wenn er es jetzt nicht wirklich für gut empfindet. Stanley ist 5 Monate alt. Harnas Mitarbeiter hatten ihn allein auf einem Feld gefunden. Wahrscheinlich wurde seine Mutter von einem Raubtier getötet. Damals hatte der kleine Esel lange nichts getrunken und war sehr geschwächt. Nun hat er sich prächtig entwickelt. Allerdings ist er sehr auf Volontärin Grü fixiert, da sie ihn 2-mal pro Tag füttert. Wo Grü sich aufhält, da ist auch Stanley nicht weit. Es soll raus zur Landebahn gehen. Dort ist das Treffen mit Callboy geplant. Für Stanley ist das alles Neuland. Auch das Tor nach draußen kennt er noch nicht.
Stanley. Wieder ist es Grü, die ihm Sicherheit gibt. Wir haben Schwierigkeiten. Er weiß jetzt nicht wahrscheinlich so recht, wo er hin soll, weil hier war er noch nie. Und jetzt trifft er seit gut 1,5 Wochen auf diesen Callboy. Oder auch nicht. Mal schauen, wie es funktioniert. Callboy hat sich in die Pflanzen verabschiedet. Und nach euphorischer Freude sieht es auch bei Stanley nicht aus. Schon gestern hatte Callboy sich die Nase gestoßen. Sein Treffen mit einem jungen Maultier erwies sich als Schuss in den Ofen. Und dieses Miteinander ist auch nicht gerade die große Liebe. Alles andere ist interessanter als ein gemeinsamer Weg. Wir haben jetzt folgendes Problem, dass Callboy nicht so will, wie wir wollen oder wie wir es gern hätten. Der ist eben an allem interessiert, nur nicht eben an Stanley. Und jetzt lassen wir eben Callboy wieder da, wo er immer ist. Und mit Stanley gehen wir halt jetzt noch ein bisschen rum, damit er ein bisschen vertrauter wird mit der größeren Umgebung und dass er mal weiß, okay, es passiert hier ihm auch nichts und dass er sich sicher wird, ja. Sicher fühlt Stanley sich nur, wenn Volontärin Grü in der Nähe ist. Ihr folgt er wie ein Schoßhund. Stanley gehört zu den verwilderten Hauseseln, von denen es in Afrika viele gibt. Esel sind übrigens genauso intelligent wie Pferde. Upsi! Und frech sind sie auch, jedenfalls Stanley. Ich hatte noch nie Kontakt mit Eseln oder mit Pferden allgemein. Bin ja auch aus der Stadt. Und der ist so niedlich. Auch wenn er mich jetzt gerade getreten hat oder so ganz leicht erwischt hat. Aber den muss man einfach lieben. Und ich finde es halt jetzt voll schön. Er hatte zwar kein Interesse an Callboy, das hat nicht so funktioniert, aber eben er wandert und wandert und wandert. Es gefällt ihm. Also ich denke mal, dass wir das sicher jetzt öfters machen werden mit ihm. Ein guter Plan, solange Grü mitgeht. Sechs Kilometer vom Farmzentrum entfernt leben die Wildhunde. Eine Hündin wurde eingefangen, denn sie muss behandelt werden. Ihr Ohr ist verletzt. Wir haben ja einen Wildhund und vor ein paar Tagen wurde er dann von einem Raubtier angefallen. Und wie man jetzt hier auch sehen kann, wurde er am Ohr verletzt. Und ja, deswegen mussten wir jetzt einfangen. Das hat ziemlich lange gedauert, damit wir endlich die Wunde versorgen können. Und ja, jetzt, wo wir ihn gefangen haben, werden wir ihn erstmal zurück zur Farm bringen, damit er dort behandelt wird. Und die Wunde muss halt behandelt werden, die muss gereinigt werden. Und wenn das alles soweit getan ist, kommt er in die Nursery. Da ist dann so ein kleines Gehege, wo er dann erstmal für ein paar Tage bleibt, bis die Wunde soweit verheilt ist, dass er woanders hin kann. Die Hündin ist keine Handaufzucht und an eine fremde Umgebung nicht gewöhnt. Zur Beruhigung soll sie im Grünen reisen. Mit den Zweigen soll später die Transportkiste verpackt werden. Aber erst einmal muss sie rauf auf den Wagen. 1, 2, 3. Das Wildhundprojekt liegt Harnas besonders am Herzen, denn die Tiere sind vom Aussterben bedroht. Vor 30 Jahren kamen die ersten Wildhunde in das Waisenhaus für wilde Tiere. Heute leben auf der Farm über 30. 5 von ihnen wurden in der Lifeline ausgewildert. Auch die Hündin, die wahrscheinlich bei einem Rangkampf verletzt wurde. Der erste Schritt ist geschafft. Fricky sorgt sich. Das verletzte Ohr sieht nicht gut aus. Es wird Zeit, dass die Hündin behandelt wird. Nun fehlen nur noch die Gardinen. Ja, wir müssen jetzt hier die Seiten abdecken, damit der
Wildhund während der Fahrt nicht sehen kann, weil ihn das auch nur wieder stressen würde und wie bei Pferden auch quasi wird dann einfach die Sicht verdeckt, damit das Tier ruhig bleibt. Auch wenn er manchmal etwas schroff wirkt, Fricky ist ein großer Kümmerer. Der Zustand der Hündin macht ihm zu schaffen. Er wird sich mit Farmchefin Marietta beraten, wie es weitergehen soll. Alles in Ordnung. Ganz und gar. Die Fahrt zum Farmzentrum wird nicht lange dauern. Etwa 10 Minuten. Das wildlebende Rudel hält sich in der Nähe des Geheges auf. Man kann nur hoffen, dass sie die Hündin wiedersehen. Neben Aufzuchtstationen, Freigehegen und Bürogebäuden gehört zu Harnas auch eine Krankenstation, in der verletzte Tiere behandelt werden. Ob die schwere Verletzung der Hündin versorgt werden kann, steht in den Sternen. Ja, also wir haben ihn jetzt auf jeden Fall schon mal gut hierher bekommen. War ein bisschen anstrengend, aber hat alles gut geklappt. Und jetzt als nächstes wird halt die Doktorin sich das Tier erstmal angucken und letztlich dann entscheiden, ob er hier bleibt und alles hier gemacht wird oder ob er nach Gubabis kommt. Die Sache ist schnell entschieden. In der Tierklinik gibt es bessere Möglichkeiten für eine Operation. Die Volontärinnen werden die Hündin begleiten. Ja, wir werden jetzt den Wildhund mit dem verletzten Ohr nach Gubabis bringen, weil es hier einfach nicht die nötigen Mittel gibt, um das verletzte Ohr zu flicken sozusagen. Ist halt doch schwerwiegender als gedacht und deswegen wird das besser in Gubabis gemacht, wo halt eine richtige Klinik ist. Gubabis liegt 100 Kilometer von Harnas entfernt. Vor ihnen liegt eine Stunde Fahrt. Auf Harnas wird um jedes Tier gekämpft. Auch er verdankt dem Waisenhaus für wilde Tiere sein Leben. Wildhund Jabu wurde als Baby vom Rudel bedroht und von Hand aufgezogen. Nun ist er 8 Monate alt. In das Rudel kann er nicht zurück und soll nun einen anderen Außenseiter kennenlernen. Jetzt geht es darum, dass wir Jabu aus dem Gehege rauslassen, in das Größere. Und erstens mal Tom näher kommt. Dann können sie sich beschnuppern, weil Jabu hatte ja noch bis jetzt absolut noch keinen Kontakt mit anderen Wildhunden. Er war einzig einen Tag hier in seinem Gehege drin, dass er sich mal das Ganze anhören kann und beschnuppern kann. Und jetzt geht es darum, die zwei ein bisschen näher zu bringen. Es geht also um alles oder nichts. Okay, so are you ready? Kaum ist Jabu aus dem Gehege, nimmt er Spuren auf. Auch Nachbar Tom ist eine einsame Handaufzucht. Er scheint interessiert. Doch Jabu ist unterwegs auf Duftreise. Tom kommt näher. Das ist besser als jeder Krimi. Nun hat Jabu den Artgenossen entdeckt. Mögen die Spiele beginnen. Wenn das so weiterläuft, ist auch der Zaun bald Geschichte. Ich bin überwältigt. Der hüpft hier rum wie ein kleiner Springbock vor Freude. Ja, Tom, habe ich das Gefühl, dem ist das noch nicht ganz so geheuer. Aber Jabu, der flippt hier rum, als hätte er wirklich die große Freiheit gerade erlebt. Ja, es scheint im Moment so, dass es gut klappt. Das ist noch untertrieben. Tom und Jabu fahren voll aufeinander ab. Geplant ist, dass die beiden ein neues Rudel gründen. Sobald sicher ist, dass sie sich verstehen, kann nach passenden Hündinnen gesucht werden. Es ist, wenn man denkt, dass Harnas alles auf sich nimmt, Geld investiert, gerade für die Wildhunde, weil die vom Aussterben bedroht sind, ist es wirklich Happy Day, würde ich sagen. Ist schön,
Und ich glaube wirklich, das Ziel kann erreicht werden, dass die beiden zusammengeführt werden und hoffentlich auch in eine größere Gruppe. Ein Anfang ist gemacht. Die Zukunft von Tom und Shabu sieht rosig aus. Nachdem Walter Hödel seine Forschungen abgeschlossen hat, verbringt er noch einige entspannte Tage auf Harnas. Heute ist ein Ausritt in die Savanne geplant. Ja, also nachdem wir schon ein Training hatten, reiten wir jetzt aus. Und für mich ist es wieder spannend zu sehen, wie das nach 10 Jahren geht. Früher war Walter ein leidenschaftlicher Reiter, musste das Hobby aber zugunsten des Berufs einstellen. Ein Crashkurs bei Fricky lief ganz gut. Reiten verlernt man eben genauso wenig wie Schwimmen oder Radfahren. Very good, Joe. You stay here and you will get now. Schimmel Joe hat sich schon beim Anfängerkurs von seiner braven Seite gezeigt. Good, Joe. Braver Joe. Unterstützt wird Walter von Kuni Kau, dem Pferdeflüsterer auf Harnas. Er gehört zu den Buschmännern, die eine tiefe Verbindung zu Tieren haben. Mit den Pferden kann Kuni umgehen wie niemand sonst. Walters Fachgebiet sind Amphibien und Reptilien. Nun ist er auch den Pferden wieder näher gekommen. Jawohl. Wenn er jetzt noch den Sattel in den Griff kriegt, steht dem Glück dieser Erde, das bekanntlich auf den Rücken der Pferde liegt, nichts mehr im Weg. Ja, Joe. Ja, das hat schon. Ich kann mich jetzt an einiges wieder erinnern. Aber es ist halt manches, wie zum Beispiel jetzt hier, hups. Es hat mich gesehen, dass das natürlich falsch drauf ist. Nein, aber das ist. Das war nicht so ernst. Das wissen wir schon, dass das so gehört, gell? Auch wie man aufsteigt, weiß Walter. Nur erweist sich die Praxis schwieriger als die Theorie. Aber dann sitzt er fest im Sattel. Das Abenteuer Ausritt beginnt. In der Savanne um Harnas herum erstrecken sich die schönsten Reitwege. Insgesamt umfasst die Farm über 100 Quadratkilometer. Das ist etwa halb so groß wie das Fürstentum Liechtenstein. Die ersten 1,5 Kilometer sind bestens gelaufen. Ja, also das war jetzt wunderschön. Es ist großartig, hier da durch die Savanne zu reiten. Es ist auch meine Sicherheit völlig zurück. Das macht auch unheimlichen Spaß. Und es ist wirklich schön, auch in so charmanter Begleitung unterwegs zu sein und mit solchen lieben Pferden. Also es ist wirklich wunderschön, hier in Afrika zu reiten. Diesen Ausritt wird Walter bestimmt nie vergessen. Zentrum kommt ein neues Findelkind an. Das ist ein kleiner neuer Esel. Ich war gerade mit Bonita auf Fence Patrol. Das heißt, wir haben geguckt, ob es für heute irgendwas an Farmwork zu tun gibt. Das heißt, ob es zum Beispiel Löcher in den Zäunen gibt. Und ja, da haben wir ihn dann auf dem Feld stehen sehen, ganz alleine. Und haben dann auch 15 Minuten gewartet, ob die Mutter vielleicht noch auftaucht. Aber da war leider nichts. Und da er auch verletzt ist am Macken, haben wir ihn dann mitgenommen, um ihn halt auch verarzten, versorgen zu können.
Die Wunde stammt wahrscheinlich vom Überfall eines Raubtiers. Das erklärt auch, warum die Mutter ihr Fohlen allein gelassen hat. Wahrscheinlich hat sie nicht überlebt. Okay, ich lasse das. Ich lasse das. Okay. Ja, bevor wir jetzt irgendwie weitermachen, müssen wir auf jeden Fall die Wunde reinigen. Sieht schon ziemlich schlimm aus. Wir wissen jetzt auch noch nicht so ganz genau, woher die Wunde kommt. Wir vermuten von einem Raubtier, aber genau wissen tun wir das jetzt noch nicht. Als erstes wird die Wunde desinfiziert. Wir werden ihn jetzt erstmal füttern, weil wir ihn ja auf dem Feld gefunden haben und jetzt nicht genau wissen, wann er das letzte Mal gegessen hat. Also wird er schon wahrscheinlich ziemlich hungrig sein. Und danach, wenn er dann satt ist, wollen wir versuchen, ihn mit unserem anderen Esel zusammenzuführen und hoffen dann natürlich, dass sie sich auch verstehen und dass die beiden dann auch quasi Freunde werden können. Gut, dass die beiden Frauen das Fohlen gefunden haben. Alleine in der Wildnis hätte es keine Überlebenschance gehabt. Also ich finde das gerade total niedlich, dass er so richtig zutraulich wird. Also jetzt gerade ist er noch am Anfang ein bisschen zurückgeschreckt, aber jetzt kommt er selbst auf mich zu. Beschnuppert mich so ein bisschen. Und ich finde das gerade total toll, einfach weil er eben noch so ängstlich war und jetzt innerhalb weniger Minuten hatte sich das so geändert. Das ist schon Wahnsinn. Nee. Das Eselfohlen ist in Sicherheit. Das ist auch für Isabel eine berührende Erfahrung. Ja, das erlebt man wahrscheinlich wirklich nur hier auf Hanas, weil wann kommt man schon mal in so eine Situation hier? Ich meine, ich wünsche es jetzt natürlich keinem Tier, dass es so verletzt ist, aber trotzdem diese Nähe zu spüren und dabei sein zu dürfen, das ist schon eigentlich auch das, weshalb ich hergekommen bin. Also es ist gerade so, Traum geht in Erfüllung. Das ist Wahnsinn. Von der Situation haben also beide etwas. Isabel hat ihre Aufgabe gefunden und das Eselfohlen kann unter ihrem Schutz gesund werden. Vier Kilometer vom Harnaszentrum entfernt kommt eine Gruppe Volontäre an. Der Wagen platzt aus allen Nähten, denn es wird jede Hand gebraucht. Für den Baboon Walk, also einen Spaziergang mit Pavianen. Die Babys Ronnie, Rosie und Rika sollen sich in der Wildnis austoben. Wir gehen jetzt mit den kleinen Baby-Baboon spazieren. Und ja, sind jetzt ein bisschen rausgefahren worden, ein bisschen in den Busch rein. Und jetzt machen wir uns auf den Spaziergang mit den kleinen Stinkern. Ja. Für einen gelungenen Start ist es wichtig, dass die Gruppe einige Kilometer vom Farmzentrum entfernt ist. Ansonsten würden die Babys zurücklaufen, sobald der Transportkäfig offen ist. Uppala. Ronnie und Rika sind 4, Rosie 3 Monate alt. Alle drei sind Handaufzuchten. Ronnie und Rika leben seit knapp 4 Monaten auf Harnas, Rosie etwas kürzer. Gemeinsam fühlen die Wahlgeschwister sich stark. Paviane kommunizieren durch ihr Verhalten, Bewegungen oder Gesichtsausdruck miteinander. Sie sind große Clans gewöhnt. In der Wildnis leben sie in Gruppen von bis zu 250 Tieren. Weil sie sich durch das Farmleben von ihren natürlichen Instinkten entfernen, dürfen sie regelmäßig die Wildnis besuchen. Das ist total toll, das bringt Spaß. Also, die ziehen zwar ganz schön an den Haaren und das kann auch ganz schön wehtun, aber ich habe schon so einen kleinen Trick, wenn sie richtig doll ziehen, dann schmeißen mich einfach auf den Boden. Und dann passiert eigentlich nicht viel. Dann lassen sie einfach los. Ihre Neugierde kann wildlebenden Pavianen zum Verhängnis werden. Da sie keine Scheu vor Menschen haben, nähern sie sich Farmen und verwüsten Plantagen. Viele werden erschossen. Zurück bleiben Waisenkinder wie Ronnie, Rika und Rosie. Der Spaziergang mit den Volontären scheint dem Trio zu gefallen.
In der Wildnis ist übrigens nicht nur die Mutter für die Aufzucht der Babys zuständig. Auch die Männchen und andere Rudelmitglieder besorgen Nahrung oder spielen mit ihnen. Nach knapp einem Jahr werden die Jungtiere entwöhnt und erreichen mit 5 bis 8 Jahren die Geschlechtsreife. Eine der Teilnehmerinnen ist Harnas schon seit 16 Jahren verbunden. Astrid. Seit wann kennst du die Paviane? Oder hoppala. Naja, die habe ich jetzt letztes Jahr im Oktober, da waren sie noch eine Nummer kleiner, kennengelernt. Mhm. Ich muss gestehen, das waren auch so die ersten recht freundlichen, die ich hier kennengelernt habe. Es sind natürlich immer wahnsinnig viele Paviane auf Harnas, weil einfach die Farmer die als Schädlinge betrachten. Ja. Und die Muttertiere dann gerne abschießen und dann bleiben halt die Kleinen übrig. Und ich weiß nicht, ob sie denen dann doch leid tun. Ja. Und die kommen dann halt alle zu Marietta und die peppelt die dann auf. Mhm. Aber man kann die halt nicht eben einfach alle in die große Gruppe stecken, weil die sich dann natürlich erstmal wieder eingewöhnen und sozialisieren müssen. Ja. Das ist dann nicht ganz so einfach. Komm. Astrid koordiniert von Deutschland aus das Volontärsprogramm und reist mehrmals im Jahr nach Harnas. Aber ich finde das schon ganz okay, dass die hauptsächlich auf dir hier rumklettern. Da habe ich nichts gegen. Ja, aber die sind auch einfach so clever. Also wenn man sie dann einmal an den Armen festhält, weil sie Unsinn machen und einem irgendwie die Sachen rausreißen, kommen sie natürlich mit den Füßen und halten sich fest. Ja. Also, das finde ich aber auch das Faszinierende. Also wenn man jetzt auch sieht, wie die sich im Käfig festhalten und betüddeln, also wie ungezogene kleine Kinder. Ja. Eigentlich ganz süß, aber schön, wenn man sie wieder abgeben kann. Die Paviane betrachten die Volontäre als Rudelmitglieder. Frauen stehen unten in der Rangordnung. Ja, eine Frisur braucht man sich hier vorher nicht machen. Die Kleinen stecken voller Energie. Wenn nicht bald eine Abwechslung kommt, verwüsten sie wohl noch ein paar Frisuren. Ja, vielleicht können sie mal hier ein bisschen klettern. Genau. Die sind echt faul. Harnas Mitarbeiterin Bonita bringt Milch für das neue Eselfohlen, das übrigens ein Mädchen ist. Es wurde allein auf einem Feld gefunden. Seine Mutter fiel wahrscheinlich einem Raubtier zum Opfer. Niemand weiß, wann es zum letzten Mal getrunken hat. Nun ist wichtig, dass es die Milch annimmt. Ja, ich glaube, er nimmt so langsam die Milch an. Am Anfang war es wahrscheinlich ein bisschen ungewohnt für ihn, aber schaut so aus, als hätte er auf jeden Fall Hunger. Und hat jetzt auch verstanden, was wir von ihm wollen. Okay, okay. Und ja, er trinkt auf jeden Fall. Und weil es so gut läuft, darf das Fohlen bald Besuch bekommen. Von einem Artgenossen, der seit ein paar Tagen auf Harnas lebt. Wir werden jetzt Stanley dazu holen, unseren ersten Esel, und schauen, ob die sich vertragen. Weil es halt immer besser ist, wenn Esel nicht alleine bleiben. Und ja, wenn es so ist, dann können wir sie direkt rauslassen auf die Wiese, wo sie dann so ein bisschen rumtoben können. Und werden ihn aber weiterhin beobachten, damit nicht irgendwas passiert. Er kennt sich hier noch nicht aus, nicht, dass er irgendwie in den Pool fällt oder so. Und ja, deswegen werden wir erstmal noch dabei bleiben. Isabel wird Stanley holen. Mal sehen, wie die beiden kleinen Esel sich verstehen. Die Pavian-Babys haben sich eng an Antonia angeschlossen. Zu eng. Die Babys sind mehr als übermütig. Es wird Zeit, dass sie sich woanders austoben als an Antonias Bein. Das ist ein cooler Baum. Hier kann man richtig schön aufklettern. Guck mal hier, Klettergerüst. Nicht nur für die Affen, auch für Antonia. Das ist echt ein tolles Gefühl und es bringt richtig Spaß, mit den Tieren so viel zusammen zu machen und dass die einem zeigen, dass sie einen mögen oder eben nicht mögen. Und das ist echt toll. Das kann man eigentlich gar nicht beschreiben, das muss man wirklich selbst erlebt haben. Den Platz in Antonias Nähe geben die Babys nicht auf. Guck, jetzt streckt er mir den Hintern so ein bisschen entgegen.
Das heißt, sie unterwirft sich mir ein bisschen. Das ist nicht schlecht. Sehr gut, Rika. Hm? Total relaxed. Ja. Astrid lernte Harnas vor 16 Jahren bei einer Namibia-Reise kennen. Schon damals gab es zahlreiche Paviane im Waisenhaus für wilde Tiere. Also ich glaube, seit Marietta eine Farm hat, gibt es Paviane. Marietta ist die absolute Affenmama. Und insofern sind die natürlich immer irgendwo dabei gewesen. Aber ich nenne die immer so kleine Terroristen, weil sie meistens ziemlich viel Chaos verbreiten. Und es relativ selten ist, dass die so friedlich hier rumhüpfen. Was ich an Hannas auch einfach so spannend finde, ist, dass man immer so ein bisschen back to basic kommt. Also wir rennen jetzt hier durch den Busch, wir sitzen halt nicht zu Hause und arbeiten, sitzen vor dem Computer, sondern hier ist halt wichtig, haben wir genug zu essen, sind die satt, geht's allen gut und das ist so schön, weil man einfach mal so ein bisschen wieder sich so überlegt, was ist denn eigentlich so wichtig im Leben. Und da gehört es ja vielleicht auch dazu, dass man mal angepinkelt wird oder ein paar Haare lassen muss. Aber es ist schon verrückt, weil man das eigentlich sonst aus dem Fernsehen vielleicht kennt, aber die mal so hautnah zu erleben und zu sehen, wie clever die auch sind und wie geschickt und die alles untersuchen und wie neugierig, das ist schon faszinierend, weil die wirklich doch sehr menschenähnlich sind. Ne? Und ihr seid ja eigentlich ganz lieb. Kann mich nicht beklagen. Das sind so die nettesten bis jetzt hier. Aber nun geht es nach Hause. Hallo, Antonia. Komm. Der nächste Baboon Walk kommt bestimmt. Bonita und Isabel bringen Eselfohlen Stanley. Er soll die kleine Eselin kennenlernen, die heute Morgen auf Harnas ankam. Der Weg führt einmal durchs Farmzentrum. Stanley lässt sich brav führen. Der kleine Hengst hat einen ausgeglichenen Charakter. Wie er auf seine neue Spielgefährtin reagiert, wird man sehen. Nach großer Sympathie sieht es nicht aus. Hey, gut. Vielleicht sind beide aber auch nur ein wenig schüchtern. Also mein erster Eindruck ist, dass Stanley ihn auf jeden Fall akzeptiert, aber momentan halt noch nicht so wirklich Interesse zeigt. Vielleicht kommt das ja noch mit der Zeit. Man war jetzt eine ganze Zeit lang der einzige Esel hier. Und ja, vielleicht brauchen sie noch ein bisschen Zeit, um das Eis zu brechen. Beide Fohlen gehören zu den verwilderten Hauseseln. Die entstehen, wie der Name schon sagt, durch die Verbindung von wilden Eseln und Hauseseln. In Namibia gibt es viele davon. Immer noch herrscht kein großes Interesse zwischen Stanley und dem noch namenlosen Eselmädchen. Aber immerhin streiten sie nicht. Sie gehen jetzt nicht aufeinander los, also scheinen sich auf jeden Fall so weit zu vertragen. Und für Stanley ist das alles sehr, sehr ungewohnt. Und ich denke mal für den Kleinen hier auch. Der scheint zwar etwas mehr Interesse oder Neugierde zu zeigen, aber doch, mit der Zeit wird das schon werden. Doch. Das wäre ein großes Glück, denn dann könnten die beiden zusammen aufwachsen. Aber nun muss Stanley erstmal allein zurück, denn die Neue braucht Ruhe. Später wird ihre Wunde behandelt werden. Stanley fällt der Abschied offensichtlich schwer. Antonia wird in den nächsten Stunden bei dem neuen Eselfohlen bleiben. Auf Harnas gibt es Tiere, die zu Stars geworden sind. Der Superstar von allen lebt im Löwengehege. Eine Raubkatze im biblischen Alter, die auf besondere Hilfe angewiesen ist. Ja, hier ist eine weltberühmte Löwin, die Löwin Elsa. Und sie hat eine Verletzung gehabt und diese Verletzung führte dazu, dass die Hinterbeine gelähmt sind oder fast gelähmt sind. Und sie wird jetzt massiert, um sie eben ein bisschen mobil zu machen. Ja, aber so ganz geheuer ist mir die Sache nicht.
Elsa ist 24 Jahre alt und hat sogar schon in einem Film mitgespielt. Deshalb ist sie berühmt. Fricky versucht, Walter die Angst zu nehmen. Solange er hinter ihr steht, kann Elsa ihm nicht gefährlich werden. Dafür ist sie aufgrund ihrer Lähmung nicht schnell genug. Trotzdem, für Walter ist es eine Mutprobe. Ich war noch nie in einem Löwengehege. Auch bei dieser etwas behinderten Löwendame ist man unsicher, selbstverständlich. Und nachdem ich aber gesehen habe, dass das Ganze ruhig abläuft, bin ich selber auch ruhiger geworden und habe mich dann eigentlich gefreut, so nah einer Löwin einmal sein zu dürfen. Die Warzenschweine sind 4 Monate auf Harnas. Es ist Zeit für eine Luftveränderung. Das sind Ham und Bacon, unsere Warzenschweine. Und wir versuchen jetzt, die mal rauszulocken. Sie sind immer hier nur auf der Lapa unterwegs. Und eben hier haben sie nur normales Gras. Und draußen eben die natürliche Umgebung. Und die sind so gut 5 Monate alt. Und wir sollten jetzt einmal langsam sich an die Wildnis auch gewöhnen, eben weil sie da anderes Futter bekommen. Der Fressnapf zieht eigentlich immer. Eigentlich. Jetzt ist er bei dir. Ah, jetzt kommt der zweite. Komm. Da sie nur schnuppern, aber nicht fressen dürfen, verlieren sie bald die Lust an dem Spiel. Erst Ham und dann Bacon. Du bleib da. Die Warzenschweine wurden als Babys von einer Farmerin in einem Feld gefunden, 100 Kilometer von Harnas entfernt. Ein Mitarbeiter holte sie ab. Wie alle Tierbabys wurden sie von Farmchefin Marietta aufgezogen. Ihre gewohnte Umgebung wollen sie zwar nicht aufgeben, aber Dagmar lässt nicht locker. Geh weiter, du. Nun sind sie schon im Workshop-Bereich, bei den Reparaturwerkstätten von Harnas. Hier ist Neuland. So weit vom Rasen entfernt waren die Ferkel noch nie. Die sind hier ja auch zum ersten Mal, jetzt die ganzen neuen Gerüche, Eindrücke. Und die müssen jetzt mal erst wahrscheinlich Orientierung bekommen. Und dadurch gestaltet sich das ein bisschen schwieriger als erhofft. So, komm. Komm. Mittlerweile lassen sie sich auch nicht mehr locken. Aber Angst haben sie keine, denn wenn sie Angst verspüren oder angriffslustig sind, dann stellen sie die ganzen Nackenhaare auf. Und der Schwanz wird auch ganz nach oben, ganz gerade wie eine Antenne. Drum haben sie hier auch ein bisschen den Spitznamen bekommen, Radio Afrika. Weil das dann so aussieht wie eine Antenne, wenn sie den Schwanz ganz von sich nach oben strecken. Eigentlich wollten die Volontäre mit ihnen in die Nähe der Flugzeuglandebahn. Doch die Ferkel haben eigene Pläne. Und während die Paviane von einem ähnlichen Ausflug zurückkommen, greift bei den Warzenschweinen Plan B. Eine wilde Jagd. Nein. Stell mal das hier ab. Ja. Vielleicht wirkt das. Vielleicht aber auch nicht. Bei den Ferkeln kann man nie wissen. Aber andere sind interessiert. Soweit die Planungen. Auch die Gänse halten sich an nichts. Nun ist nur noch ein Ferkel im Hof. Und wieder beginnt das schöne Spiel.
Gefühlte Stunden später. Ah, jetzt hat er das zweite gefunden. Jetzt. So. Nee, danke. Und als sei nichts weiter dabei, schlendern letztendlich beide Ferkel hinaus zur Landebahn. Das hätten sie auch gleich haben können. Die große Freiheit scheint ihnen zu gefallen. Den Obstteller trägt Dagmar zur Sicherheit hinterher. Man kann nie wissen, ob man die Ferkel noch mal bestechen muss. Aber hier ist alles interessanter als Obst. Ja, wir laufen denen jetzt die ganze Zeit hinterher, wie es aussieht. Die setzen ihren Kopf durch. Das Fressen interessiert sie auch nicht mehr, weil sie natürlich hier jetzt richtig graben können und nach Wurzeln und sonstigen graben. Und ja, wir hoffen, dass wir die dann wieder zurückbekommen. Wird keine leichte Aufgabe werden, nachdem die ihren eigenen Willen haben. Aber man wächst ja bekanntlich mit seinen Aufgaben. Eine andere Gruppe Volontäre hat einen Einsatz bei den Geparden. Und zwar bei den 21 wilden Raubkatzen. Mit den zahmen Handaufzuchten im Farmzentrum sind sie nicht zu vergleichen. Sie sind hungrig und zeigen, was in ihnen steckt. Die Besitzer der umliegenden Farmen sind nicht gut auf sie zu sprechen. Dass sie noch am Leben sind, ist Harnas zu verdanken. Ja, das ist unser Gehege mit den 21 Geparden. Alle sind wild, also die sollten eigentlich alle gar nicht mehr im Leben sein. Farmer haben uns angerufen, weil sie halt deren Rinder, deren Ziegen gejagt haben. Deswegen sind sie jetzt alle hier im Gehege und gerade haben wir die Fütterung gesehen. Und gleich geht unser Putztrupp da rein. Also wir werden mit Freaky und ein paar Volontären ins Gehege reingehen. Und ja, 21 Knochen pro Tag haben wir ja, die müssen jetzt gesäubert werden. Deswegen gleich wird es soweit sein. Ja. Normalerweise greifen Geparde Menschen nicht an. Voraussetzung dafür ist, dass man sich in ihrer Nähe richtig verhält. Man darf ihnen nicht den Rücken zudrehen und keine hastigen Bewegungen machen. Das könnte ihren Jagdtrieb auslösen. Sie sind die schnellsten Tiere der Welt. Beim Jagen in der Wildnis erreichen sie bis zu 110 Stundenkilometer. Am liebsten verfolgen sie kleinere Gazellen, bringen sie zum Straucheln und töten sie. Natürliche Feinde haben Geparde nicht. Sie sind durch ihre Laufgeschwindigkeit geschützt. Warzenschweine Hemm und Bacon sind weiter an der Landebahn unterwegs. An die neue Umgebung haben sie sich gewöhnt. In welche Richtung es geht, bestimmen sie, auch wenn die Volontäre sich bemühen, auch mal das Sagen zu haben. Wir versuchen einfach, einen Kreis zu bilden, dass sie in eine Richtung gelenkt werden. Aber immer wieder gelingt es einem, dass er wieder rauskommt. Und der zweite folgt ihm natürlich, weil das sind ja auch Herdentiere. Die leben ja teilweise bis zu 16 Schweinen zusammen und durch das folgt der eine dem anderen immer wieder. Die sind halt sehr menschenbezogen und versuchen auch teilweise, wenn jemand auf der Wiese liegt, auf den drauf zu krabbeln und sich da gemütlich zu machen und mit dem zu schlafen. Ist schon ein eigenartiges Gefühl, weil mit Schweinen hat man ja sonst eigentlich nichts zu tun und liegt mit denen nicht im Gras und schläft eine Stunde. Also von daher. Aber sie sind auch dann oft sehr frech, weil sie graben eben und sie bekommen schon kleine Haue und das tut dann auch mit der Zeit richtig weh, weil eben sie überall reinwühlen wollen.
Für heute reicht es den Ferkeln. Sie haben entschieden, dass es nach Hause geht. Den Volontären bleibt nur hinterherzulaufen, um die schlimmsten Solotouren zu verhindern. Beim Schlammloch, das am Weg liegt, lassen die Ferkel nicht mit sich reden. Auf so eine Wellness-Anlage haben sie nur gewartet. So ein Schlammbad nehmen übrigens auch wildlebende Tiere so oft wie möglich. Es verbessert die Tarnung und gut für die Haut ist es obendrein. Das Suhlen haben sie entdeckt, wie eben unsere Schweine das auch machen und auch die Wildschweine. Abkühlung eben und sind sie ja doch ziemlich lange in der prallen Sonne gewesen und nur einmal kurz eben unter einem Baum im Schatten. Und ich denke mal, das brauchen sie jetzt, damit sie sich wieder akklimatisieren sozusagen. Außerdem ist der Schlammbad gut gegen Parasiten. Komm, komm. Komm, komm. Nun geht es wirklich nach Hause. Und obwohl es Widerstand gibt, lassen die Volontäre sich nicht mehr beirren. Geschafft! Mission erfüllt! Im Gehege der wilden Geparde steht eine Aufräumaktion an. Dafür werden die Raubkatzen weggelockt. Die Geparde sind eigentlich von früher noch gewöhnt, dass wir das Tourauto reinfahren, weil sie gewöhnt sind, dass hinten im Anhänger Fleisch drin ist. Und früher wurden sie immer in der Mitte des Geheges gefüttert. Deswegen werden wir das jetzt als Trick anwenden sozusagen. Also das Tourauto fährt als erstes rein. Wir erhoffen uns dadurch, dass die Geparde dem Tourauto folgen bis in die Mitte des Geheges. Der Putztrupp geht rein, bildet eine Linie hier im Gehege und wir bewegen uns langsam vorwärts und sammeln mit den Säcken hier alle Knochen ein, die wir finden können. Der Plan geht auf. Obwohl sie ihr Fleisch ja schon hatten, hoffen die Raubkatzen auf einen Nachschlag vom Auto aus. So entfernen sie sich vom Eingangsbereich. Dass das eine Finte ist, wissen sie ja nicht. Die Volontäre haben freie Bahn. Jetzt kann das Putzgeschwader loslegen. Wichtig ist halt, dass, falls uns jetzt hier ein Gepard im Gebüsch begegnen sollte, dass wir nicht panisch reagieren, eher stehen bleiben oder eher sogar einen Schritt auf ihn zu machen mit erhobener Hand, so als weglaufen oder sich entfernen. Weil das ist für den Geparden eher ein Zeichen, so, ah, der hat Angst und ich gehe ihn jetzt jagen oder so. Und ganz wichtig ist auch, nie den Rücken zukehren, weil dann weiß der Gepard, oh ja, das scheint Beute zu sein und kann vielleicht attackieren. 6-mal pro Woche werden die Geparde mit Fleisch gefüttert. Da kommt einiges an Knochenresten zusammen. Die Raubkatzen sind nicht in der Nähe, bis auf eine Ausnahme. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein, auf jeden Fall im Auge behalten und nicht ganz zu nahe kommen. Oder eben hat er auch schon mal ganz kurz leicht gefaucht. Deswegen auf keinen Fall so ganz wegdrehen und immer schön im Auge behalten. Aber noch scheint er ganz ruhig zu sein. Der Gepard ist mit Fressen beschäftigt. Solange sein Jagdtrieb nicht geweckt wird, geht keine Gefahr von ihm aus. Richtig wohl fühlt Don sich allerdings nicht. Der Puls ist leicht erhöht, würde ich sagen. Aber nee, wir sind ja mehrere Leute hier im Gehege und eigentlich macht er einen ganz ruhigen Eindruck. Es wäre jetzt anders, wenn er jetzt hier, ja, jetzt geht er sogar weg. Es wäre jetzt anders, hätte er jetzt irgendwie attackieren wollen oder so. Ist natürlich immer spannend, in so einem Gehege zu sein, wenn die Tiere selbst auch hier sind. Ist auf jeden Fall eine tolle Erfahrung und ja, auch super spannend. Man muss halt, wie gesagt, auch vorsichtig sein. Aber Angst habe ich jetzt keine. Ne? Wie oft ein Gehege gereinigt wird, hängt von der Anzahl der Tiere ab, die darin leben. Bei den 21 wilden Geparden wird alle 6 Monate aufgeräumt. Das Gehege ist 30 Hektar groß. Das entspricht in etwa den Ausmaßen des Berliner Zoos.
Es lohnt sich. Säckeweise kommen Knochenreste zusammen. Ja, also ich würde sagen, wir haben eine ziemlich gute Beute gemacht. Der Anhänger ist fast voll. Ja, und die Instruktion ist jetzt, Säcke einmal leer machen und wieder zurück zum Gate zu laufen. Und dann, wenn wir noch was sehen, wird es kurz draufgeschmissen und dann sind wir fertig. Das nächste Mal auf Harnas? Die Graupapageien Birdie und Tumela bekommen ein neues Zuhause. Und auch bei den Löwen Cyan und Trust ist Kehrwoche. Eschwege, Heldra, Manfred, Aue. Willkommen im Werratal. Es ist zauberhaft hier. Herrliches Hessen. Wir reisen ein schönes Stück entlang der Werra, jenes bezaubernden Flusses also, auf dem früher viele Schiffe unterwegs waren und an dessen Ufern sich heute noch wahre Schätze entdecken lassen. Unterwegs in und um Wanfried. Morgen um 20.15 Uhr. Wir sehen uns. Sie sind die Jäger. Ihr Revier, Hessen. Ihre Beute, der Jackpot. Doch er hat was dagegen. Der Meister und Hüter des Jackpots. Es kann losgehen. 2000 Euro solltet ihr heute gegen unseren Meister gewinnen. Die Jackpot-Jäger. Morgen um 22.15 Uhr. Seid ihr bereit? Zum letzten Mal machen sich fünf adlige Damen auf den Weg, ein 3-Gänge-Menü zu verkosten. Chauffeur Wolfgang Schiwi lenkt den Oldtimer-Bus durch das sommerliche Weserbergland Richtung Brakel in Ostwestfalen. Und diese Damen werden heute die letzten Punkte vergeben. Silke Freifrau von Gemmingen aus Baden-Württemberg von der Burg Guttenberg. Oder von und zur Mühlen war die zweite Gastgeberin und lebt mit Hunden und Familie in Haus Alvinghof im Münsterland. Ebenfalls in Baden-Württemberg auf Schloss Aschhausen ist Manuela Gräfin von Zeppelin zu Hause. Die vierte Gastgeberin war Franziska Freifrau von Twickel. Sie lud in das Herrenhaus Brückhausen im Münsterland ein. Irmgard von Kanal lebt an der Mosel auf dem Weingut von Heddesdorf und dort präsentierte sie in der letzten Woche neben eigenen Weinen ein pochiertes Kalbsfilet an Gemüse. Schön. Rosa. Das letzte Festmenü findet auf Schloss Hemsen statt. Die Geschichte der Gutsanlage geht bis ins 14. Jahrhundert zurück. Das Schloss selbst besteht in seiner jetzigen Grundform seit 1843, wurde aber immer wieder erweitert und verändert. Astrid von Kemski und ihr Mann Harald bewohnen das Schloss seit knapp 30 Jahren. Und genauso lange haben sie auch renoviert und restauriert. Bisher blieb daher nicht viel Zeit, die wunderbare Hügellandschaft im Nethegau zu genießen. Das soll sich nun ändern. Es ist in der Vergangenheit nicht so oft vorgekommen, aber jetzt haben wir ja Gott sei Dank die Fahrräder und das animiert natürlich auch, einfach sich mal draufzusetzen und loszufahren und mal loszulassen und nicht immer nur die Arbeit zu sehen, wie sie da ist, sondern einfach zu sagen, wir schwingen uns mal aufs Fahrrad und gucken uns das schöne Weserbergland an, was ja zu den schönsten Punkten mit zu Deutschland gehört. Schloss Hemsen liegt im gleichnamigen Ort und gehört zur Stadt Brakel.
Als Harald von Kemsky das Gut 1964 erbte, war es in einem äußerst schlechten Zustand. Von dem ehemaligen landwirtschaftlichen Betrieb war wenig übrig geblieben. Die von Kemskys machten sich gemeinsam an die Arbeit. Heute kaum vorstellbar, dass in diesem Raum mal 10.000 Hühner lebten. Also hier waren noch die alten Hühnerkäfige drin. Hier waren noch zwei Etagen drin, weil die Hühner auf mehreren Etagen waren. Und hier war auch noch der alte Hühnermist drin. Dann kam meine Tochter und sagte, da möchte ich mal heiraten. Dafür müsste das ganze Ding aber entkernt werden. Dann haben wir uns in der Familie zusammengesetzt und haben überlegt, schaffen wir das, können wir das? Und haben dann festgestellt, das schaffen wir und das können wir. Wir hatten ein bisschen mehr als ein Jahr Zeit und dann haben wir uns vehement da dran gemacht. Und so haben wir es dann irgendwie tatsächlich geschafft. Gerade wenn man so etwas Großes verändert hat, dann bleibt das ja auch. Dann ist das nicht wie Unkrautjäten, was dann irgendwann wieder da ist, das Unkraut, sondern das sind ja wirklich Sachen, die lange erhalten bleiben. Und da haben wir, glaube ich, eine Menge verändert und da sind wir auch wirklich stolz drauf. Nah beim Anwesen fließt die Nete, ein Zufluss der Weser. Familie von Kemsky besitzt für den Abschnitt beim Schloss noch die Fischrechte. Daher hat Astrid von Kemsky eine Idee für ihr Menü. Hallo, Herr Nolte. Hallo. Wie sieht's aus? Sehr gut sieht's aus. Sehr gutes Fischen heute. Prima. Wie sieht's denn mit Eschen aus? Soll ich jetzt die Wahrheit sagen? Ja. Das sieht nicht gut aus. Da sieht's nicht gut aus. Ist ganz schwierig. Herr Nolte ist unser Yachtpächter, aber er ist auch ein leidenschaftlicher Angler. Und deswegen habe ich ihn gefragt, ob er für mich meinen Hauptgang fischen kann. Und habe gehofft, dass er mir eine oder mehrere Eschen fischen kann, weil die Esche ist eigentlich ein ganz typischer Fisch hier von der Nete. Ob es uns gelingt, wissen wir allerdings nicht, weil Angeln ist ja Glückssache und die Esche ist leider etwas dezimiert in letzter Zeit aufgrund von Umweltbedingungen, auch Kormorane. Oh, und jetzt hat er was an der Angel. Was ist es? Eine Forelle. Eine Forelle? Ja. Zur Not nehmen wir auch Forellen. Forellen sind auch gute Fische. Forelle wäre Plan B. Sollten wir leider keine Esche fischen können, dann nehme ich die Forelle. Ist auch ein schöner Speisefisch. Astrid von Kemsky ist da ganz pragmatisch. Gegessen wird, was am Haken hängt. Ja, Herr Nolte. Ja. Da haben wir ja was. Eine schöne Forelle haben wir schon. Genau, eine haben wir. Aber ich brauche noch ein paar. Wir sind 6 Damen für das Essen. Würden Sie noch ein bisschen weiter fischen für mich? Ja, selbstverständlich. Das ist nett. Vielen Dank. Dann wünsche ich Ihnen Petri Heil. Ja, Petri Heil. Wenn meine Gäste kommen, serviere ich als Vorspeise eine Kalbsterrine mit frischen Blattsalaten. Als Hauptspeise gibt es Bachforelle auf mediterranem Gemüse mit Reis. Und als Nachspeise gibt es selbstgemachtes Eis mit Früchten und einen warmen Schokoladenkuchen. Die anderen Menüzutaten finden sich im Schlossgarten. So, wollen wir mal gucken, was die Mirabellen machen. Ja, hier. Ui. Ein paar werden schon so ein bisschen gelb. Ja, die sind aber ganz schön voll aber und das sehr dick. Sind die Äste biegen sich ja geradezu dann unter der Last. Ja, das hier ist schon eine. Kann der Baum kaum tragen. Ist wahrscheinlich ein Wurm drin. Ja. Auch im letzten Jahr waren alle Bäume voll mit Früchten. Astrid von Kemsky kam mit dem Einwecken kaum hinterher. Doch verkommen lassen wollte sie die Früchte nicht. Wir haben, glaube ich, fast nur von dem Baum letztes Jahr geerntet.
weil ja unser Enkelkind immer sagte, ach Oma, mit die schönen Mirabellen, die kannst du doch nicht liegen lassen. Und hat immer wieder einen Eimer geholt. Und dann haben wir noch mal 10 Eimer oder 12 Eimer für den Schnaps gesammelt. Ja, und für den Schnaps braucht man mindestens 1 Zentner. Ja, mindestens 1 Zentner. Vorher machen die das nicht. Die, das ist eine Destille in Bellersen, im Nachbarort. Als Astrid von Kemski davon hörte, kam ihr gleich die Idee, ihre Mirabellen brennen zu lassen. Heute kann der Schnaps abgeholt werden. Die adlige Köchin möchte ihn als Digestiv beim Von-und-zu-Lecker-Menü reichen. Jetzt sind wir mal gespannt. Hartmut Hasenbein führt die Schnapsbrennerei mit großer Leidenschaft. Wir betreiben diese Anlage, diese Destille im Namen des Heimat- und Verkehrsvereins. Machen alles ehrenamtlich und brennen halt unser Obst ab und brennen auch für Gäste den sogenannten Lodenbrand. Die Leute freuen sich, dass sie eben halt aus ihrem eigenen Obst ein schönes Destillat bekommen. Und wir freuen uns, dass wir einen kleinen Pfennig dazu verdienen und somit auch die Anlage betreiben können. Eine ganze Kiste, da haben wir ja eine Weile ausgesorgt. Da haben sie mit ausgesorgt, ja. Jawohl. Sie sollten aber auch beachten, 40%. Ja, Digestiv oder wenn es mal ganz kalt ist. Oder Sie trinken es genussvoll in ganz kleinen Zügen. Ja, das machen wir. Genau, man soll es nicht wie Schnaps kippen, sondern man soll es in kleinen Schlucken. Am besten ist es, durch den Zahn laufen zu lassen. Am besten durch den Zahn, okay. Ja, dann schmeckt er wirklich gut. Ja. Dann schmeckt er wirklich gut. Ja. So, danke schön. Bitte, bitte, danke auch. Auf Wiedersehen. Tschüss. Als wir den Schnaps abgeholt haben und dann zu Hause probiert haben, war ich erstaunt, wie gut der Schnaps schmeckt. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, was die Damen dazu sagen werden. Doch bevor der Verdauungsschnaps gereicht werden kann, muss Astrid von Kemski erstmal kochen. Los geht es mit der Vorbereitung der Vorspeise, einer Kalbsterrine. Das Filet wird mit gleichen Teilen flüssiger Sahne vermengt. Ich mache das jetzt stoßweise, damit die Messer nicht heiß werden. Denn das würde bewirken, dass das Eiweiß gerinnt und dann wird es grisselig. Die Mischung muss sehr fein püriert werden, bis eine Art Mousse entsteht. Gewürzt wird mit Salz und Pfeffer,